世界の誕生の時、創造主は美しく輝く一つの星を使い、この世界を創造した。次に創造主は聖なる天秤の力を用い、双子の女神を生み出し、世界の命運を象徴する創世歴を彼女たちに託した。数多くの生命が生まれ、自らの居場所を見つけた世界の住人たちは幸せに暮らしていった。幾千万年の時が過ぎ、創世歴は最後のページに近づいていた。新たな暦の制定が必要となるが、そこで二人の女神の意見は分かれてしまう。矛盾、争い、対立、論争はついに戦争へと発展してしまった。大戦の中で力の源となる聖なる天秤の場所を知った一方の女神は、天秤のバランスを崩してしまう。拮抗していた力は傾き、女神の力は世界の各地に散っていった。力を失い、争いに敗れた女神は残った力を使い、忠誠を尽くす精霊たちを逃がすことに成功する。そして最後の力を使い果たした女神は地上へ落ちてゆくのだった。Huhu, Flauschforce Angriff Nummer 1 war fantastisch. So. Danke, dass ihr mich aus den Klauen der Räuber gerettet habt. Bitte nehmt dies als Dank im Namen aller Pummelvögel. Wenn ihr einmal Not seid, blast einfach hinein und die Pummelvögel werden euch zu Hilfe kommen. Jamila überreicht Rita einen wunderschönen gefertigten Dudelsack. Vielen Dank, es war uns eine Ehre. Danke für das schöne und laute Instrument. Das Problem der Flauschforce ist gelöst. Es ist Zeit, eigene Wege zu gehen. Sprich mit Rita. Okay, heißt das jetzt Abschied nehmen? Mit euch an Bord war diese Mission ja geradezu ein Spaziergang für die Flauschforce. Also los, suchen wir uns eine neue Mission. Marisa flüstert dir leise ins Ohr, dass der Zeitpunkt gekommen ist, allein weiterzuziehen. Liebe Rita, es ist toll, dabei deiner Flauschforce mitzumachen, aber vielleicht könnten mir mehr Leute helfen, wenn wir uns aufteilen, was meinst du? Ja, da hast du wohl recht. Ach, aber ich werde euch vermissen. Naja, das Ziel der Flauschforce geht halt vor. Na gut, wir teilen uns erstmal einmal auf. Aber denk dran, wir sind jetzt Kameraden fürs Leben. Wir sehen uns bestimmt wieder. Ja, da sind die schon weg. Ja, dann reden wir noch schnell mit Cedric. Wow, du hast die Banditen aber schnell erledigt. Jackie, du warst mir wirklich eine große Hilfe. Naja, wir waren ja nicht alleine. Die Flauschhaus hat uns auch geholfen. Cedric sieht dich voller Ehrfurcht an. Wir sind so weit. Bereite dich darauf vor, dem Banditenhauptmann ordentlich eins auf die Mütze zu geben. Du siehst zu, wie Cedric vorsichtig den Sprengstoff vorbereitet. Okay, wenn du bereit bist, löse ich das Ding aus und jage alle ihre Waffen in die Luft. Dann gehst du rein und zeigst dem Banditenhauptmann, was Schmerzen sind. Hilf uns, Rache zu nehmen. Nachdem du die Luftschiffkomponenten geborgen hast, schlägt Cedric vor, die Verteidigung der Banditen zu durchbrechen. Wir zwingen die Blutschwing-Vorhut und die Blutschwing-Wachen. Suche den Blutschwing-Anführer. So. Der Anführer. Ich glaube. So, die Bomben sind fertig. So, die Musik ist losgegangen und damit hat auch die Mission angefangen.
Ja, da sind die Bomben. Lauf, lauf! Wir gehen natürlich mitten rein und suchen den Anführer. Am besten ohne Ui. Da ist er. Wer hat mein Lager in Brand gesetzt? Ihr verdammten Maden und Schwächlinge. Oh. Das war nicht... Was? Der folgt uns ja. Ja, dann. Alter, die Steuerung. Bassimo. Die kennen wir ja von diesen Geschichten in... Da ist er besiegt. Alter, wie groß ist der eine? Der ist ja mindestens ein Kopf größer als wir. Und einer noch. Was ich sagen wollte... Na, klick schon! Oh. Okay, der, sie war schon angeklickt. Was hier muss erledigt? Ja, alles ist in Brand gesetzt worden. Ja, Krieg durch Frieden. Nee, umgekehrt. Frieden durch Krieg, ne? Lager wurde komplett zerstört. Ja. Und damit hat auch jetzt die Wolgras-Ebene Frieden erlangt. Und ich höre weiter zu quatschen und gehe direkt zu Cedric. Und was ich vorhin noch sagen wollte, Passimo kennen wir ja von diesen Geschichten in... Ja, wie heißt das Gebiet denn nochmal? Das Gebiet außerhalb von der Wolgras-Ebene da. Ne, wo wir die ganzen Geschichten da vorgelesen haben und so weiter. So, ja, da reden wir schnell mit Cedric. Are you ready? Ach ja. Ja, ich bin ready. Es ist unglaublich, wie du den Banditenhauptmann besiegt hast. Jack D, du bist wahrlich ein Held. Das kam vorher nicht. Cedric trägt dir auf, dich ins Herz des Lagers zu begeben und den Anführer Bassimo zu bezwingen. Währenddessen will er mit den Bomben die Aufmerksamkeit von dir ablenken. Bezwinger Blutschwing, Anführer Bassimo. Ja, das haben wir schon getan. So, wir müssen jetzt eine Belohnung auswählen. Angriff plus 74 und Verteidigung plus 61. Ich gehe auf Angriff als Schütze. Wenn wir auf Fernkampf gehen, bringt uns die Verteidigung kaum was. Check die sie mal da. Da drüben rennen ein paar Banditen davon. Sie haben Juwelen mitgehen lassen und wollen damit flüchten. Cedric zeigt mit dem Finger geradeaus. Geh und fang sie. Hol dann die Juwelenbeutel zurück, mit denen sie entkommen wollen. Die Blutschwingräuber wollen sich mit ihren Juwelenbeuteln verdrücken. Cedric bittet dich, sie aufzuhalten und die Beute zurückzuholen. Erledige die Banditenflüchtlinge und kassiere die Juwelenbeutel ein. Okay, wir müssen viel von den Beuteln sammeln. Wir haben 6 neue Items im Beutel. Ja, wir haben so einiges bekommen. Ich benutze die alle mal. Wir haben eine Menge Rüstungsteile, die wir verkaufen können. Sollte ich mal gleich machen. Also nachdem wir hier fertig geworden sind. 4 Stück. Ja gut. Kommt sogar direkt zu uns. Das war Nummer... Oh, der junge Slow hat uns geholfen. Das waren 3 insgesamt. Und die Nummer 4. Und die Schwerter sind immer noch da. Also ich mach so lange, bis die Schwerter hier verschwinden. Oh,
Ja, die Schwerter sind weg und wir gehen zurück zu Cedric. Ah, wir haben was bekommen. Also von den Monstern, also von den Räubern. Das legen wir mal gleich an. Wird beim Anlegen Account gebunden. Ja, egal. Was ist das hier? Ausrüstung wechseln. Wie es aussieht, können wir hier die Ausrüstung fusionieren. Aber ich mache das erstmal nicht. Mache ich später. Diese Juwelen haben sie wahrscheinlich den Dorfbewohnern gestohlen. Wie erbärmlich. Cedric öffnet einen der Juwelenbeutel von den Räubern. Ich werde diese Dinge ihren rechtmäßigen Besitzern zukommen lassen. Ich glaube, sie werden sehr dankbar sein, wenn sie sehen. Diese Gruppe fliehender Banditen, sie haben auf ihrer Flucht einige Dinge fallen lassen. Bitte sammle einige der wertvolleren Sachen ein. Währenddessen sehe ich mir all die Juwelen durch, die wir gerade erhalten haben. Dann können wir sie den rechtmäßigen Besitzern zurückgeben. Sobald wir alles wieder haben, können wir die Luftschiffe reparieren. Cedric streckt sich und nimmt an einen tiefen Atemzug. Jep, es war ein harter Tag. Die Banditen haben schlauerweise ihr Leben den erbeuteten Schätzen vorgezogen, die jetzt überall verstreut sind. Cedric will, dass du sie aufsammelst, während er den Inhalt der Juwelenbeutel untersucht. Sammle erbeutete Schätze. 3. Und dieses Symbol will einfach nicht verschwinden, dann müssen wir es doch jetzt machen. Ja, aber wie mache ich das denn jetzt? Weiter Fusion. Fusionsmaterial. Was ist das? Stabil Federweste. Verteidigung 57. 59. Okay, das ist besser. Fusions-XP. Okay, wie es aussieht. Robust. Federweste. Hä? Also wenn ich das richtig sehe, benutzen wir dieses Material, um das zu erhalten. Aber unter Charakterausrüstung haben wir das hier gerade ausgerüstet und das ist ja das gleiche wie das hier. Irgendwo ist da der Haken. Ach so, okay, ich verstehe. Nee, das ist nur, ich glaube, das ist so wie... Also, das haben wir gerade ausgerüstet, ne? Und das haben wir, glaube ich, gerade von den Monstern bekommen, oder, von den Räubern oder von der Quest, ich weiß nicht. Aber jedenfalls können wir das benutzen, um Fusions-XP zu erhalten. Also, um XP für diese Ausrüstung hier zu halten, ne? Wenn das voll ist, wird das wahrscheinlich gelevelt. Gut, dann, wenn das alles richtig ist, was ich hier halt von mir gebe, dann spricht nichts dagegen, zu fusionieren. Warte mal weiter. Ah, okay. 30, 29, was? Das ist doch besser. Warte mal. Ich mache erstmal. Okay, ich mache erstmal das hier. Und schauen, was. Was? 57. Okay. Fusion. Okay, ist eigentlich nichts passiert. Wir haben auch kein XP bekommen irgendwie. Okay,
Ich schau mal kurz was nach. Ich rüste das mal aus. Okay, haben wir gemacht. Jetzt krieg ich mir hier hin. Stabil Federgürtel. Federgürtel. Okay, wird um 1% besser. Fusion. Ah, jetzt ist es voll. Also, ne? Also, sobald das hier voll wird, wird das hier besser. Wieso ist das bei dem hier nicht... Also wieso ist das hier nicht angestiegen bei dem hier? Ist immer noch so geblieben wie vorher. Oh, no.